Ja, was soll man da noch sagen? Sauer macht lustig. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Präsident, zu dieser späten Stunde, also der Kulturhaushalt. Ich habe ja mit dem Kollegen Kowalewski gewechselt und bin zukünftig im Gesundheitsausschuss. Das heißt, ich werde mich da in Zukunft auch zum Glück nicht mehr drum kümmern müssen. Warum zum Glück? Ja, was findet hier an Kultur, auf einmal wird's ganz schön, was findet hier an Kulturpolitik in Berlin statt? Wenn man sich, wir haben es ja gesagt, heute Morgen hat es Herr Vereiken gesagt, mit 0,8% im Haushalt werden überhaupt rumgeschoben. Jetzt haben wir schon die Summen von Herrn Brauer nochmal gehört. Was wird überhaupt rumgeschoben im Kulturhaushalt? Und dann kann man sich die Frage stellen, was macht dieser Ausschuss eigentlich das ganze Jahr? Also werden sich wahrscheinlich auch Herr Schneider lacht. Ja, das, darauf habe ich gewartet. Nö, ich interpretiere das nicht. Was macht dieser Ausschuss das ganze Jahr über? Wie ernst nimmt er sich? Und wie ernst wird man dann von jemandem genommen, der neben dem Amt des regierenden Bürgermeisters auch noch das mit dem Kultursenator irgendwie machen muss und dementsprechend läuft es sich dann auch an. Das Problem bei der Kulturpolitik ist, glaube ich, nicht, dass wir eben 400 noch was Millionen Euro demnächst dann für Kunst und Kultur ausgeben, sondern dass wir eigentlich, glaube ich, so als Politik, aber auch die Kulturschaffenden überhaupt nicht mehr wissen, wofür geben wir das aus und was machen wir da eigentlich? Weil es ist ja alles möglich. Also die Zeiten, wo es irgendwie, weiß ich nicht, wie in der Renaissance oder sonst was, irgendeine Leitkultur oder irgendwas gab, wogegen man sich dann schön auflehnen konnte, die sind ja vorbei. Es ist ja alles möglich. Es gibt ja nichts mehr. Also ich glaube, Frau Lange hat hier vorhin irgendwas mit gesellschaftskritisch gesagt oder so. Wann waren Sie denn das letzte Mal in einem Theater oder bei irgendeiner Veranstaltung, wo Sie gesagt haben, oh, hier kommt aber von Kulturschaffenden endlich mal ein Impuls, wo ich mal so richtig nachdenken muss. Hui, da sehe ich meine Steuergelder bei der Arbeit. Es passiert nicht. Und von daher ist das, was in Berlin stattfindet, auch okay. Und da kommen auch viele Leute und wollen sich das irgendwie anschauen. Aber ich habe es vorhin bei der Citytax schon mal gesagt. Also diese Behauptung oder diese Idee, die kommen alle nach Berlin, weil wir hier so eine tolle freie Szene haben oder weil wir hier so tolle Opern oder sonst was haben. Ich habe vorhin Herrn Schmitz noch mal gesagt und irgendwie gefragt und irgendwie gerätselt, wie viele Plätze hat denn Berlin überhaupt in Kulturinstitutionen jetzt so abends. Und wir waren uns nicht ganz sicher. Und wenn man jetzt sehr konservativ rechnet, ist das wahrscheinlich irgendwas zwischen 30 oder 50.000, sagen wir mal, selbst wenn es 50.000 sind. So, da kommen jetzt 26 Millionen Touristen im Jahr nach Berlin. Das sind 70.000 am Tag. Das ist ein Olympiastadion. Und die kommen jetzt alle nach Berlin wegen den kulturellen Institutionen. Ja? Wenn man sich die Auslastung unserer kulturellen Institutionen anschaut, dann stelle ich da mal ein Fragezeichen irgendwie hin. So, und dann kommen die freie Szene und die anderen kulturellen Institutionen. Und weil es eben keinen Maßstab gibt, weil es keine Bewertungsgrundlage gibt, ist halt alles total wichtig, was sie machen, und das ist alles total super, was sie machen, und es stellt sich ja auch kein Politiker hin und sagt so, ja, ich kürze euch das weg. Jetzt bei Sascha Walz ist es passiert, ja gut, meine Güte, dann geht die halt woanders irgendwie hin. Das passiert doch irgendwie ständig bei, was war das damals in Bochum, Nokia oder so, die haben gesagt, wir gehen weg, weil wir hier nicht mehr die Förderung bekommen. Da würde irgendwie rumgeschrien, ja, Sie können ja gleich noch eine Kurzintervention machen, Herr Birk. Machen Sie doch eine Kurzintervention, dann können Sie noch mal das Lied von der freien Szene singen. Ja, ist scheiße, dass die prekär arbeiten, Entschuldigung, unparlamentarisches Wort, ist schlecht, dass die prekär arbeiten, macht die Frau an der Kasse beim Netto auch oder der Mann. So, wie sollen wir denen eigentlich noch erklären angesichts der Wirtschaftslage, angesichts dessen, wie wir hier im Parlament mit Geld umgehen, wofür wir irgendwie Geld rausschmeißen, ja, und ohne irgendeinen Maßstab. So würden wir in keinem anderen Politikbereich umgehen mit Dingen, weil Und das ist das Problem. Und darüber wird in diesem Ausschuss nicht diskutiert, darin wird in diesem Haus nicht diskutiert, sondern wenn Lobbying im Bereich Kultur stattfindet, dann ist das automatisch gut, weil es ist ja Kultur und Kultur ist gut und es ist alles irgendwie super. Ich habe mittlerweile den Eindruck, wir machen das nur noch, weil wir irgendwie Angst davor haben, dass wir irgendwann feststellen, dass im Land der Dichter und Denker keiner mehr in die Theater und das alles gehen würde, wenn man die Förderung komplett streichen würde. Und von daher ist das, was Frau Lange gesagt hat, auch vollkommen in Ordnung. Lasst uns denen die Gelder nicht streichen, lasst uns da irgendwie weiter das Geld irgendwie draufschmeißen, ist ja super. Dann sollen die da ihr ganzes Kulturgebimsel irgendwie machen und das ist auch wichtig und weiterhin. Aber meine Güte, vielen lieben Dank.